Hallo, grüß dich. Ich habe mir gedacht, ich zeige dir mal alle Bäume, die bei mir hier so im Hof stehen. Bin gespannt, ob du ein paar erkennst. Schauen wir mal. Und da habe ich schon den ersten Baum. Und das ist ein Baum, der wird uns im Herbst ganz schön viel Freude machen. Was glaubst du, was das ist? Siehst du diese Kerzen, sagt man da dazu? Diese weißen Blüten, die da in die Höhe stehen, das ist bei uns hier im Garten, im Hof, der letzte Baum, der noch blüht. Was glaubst du, ist das? Was wird aus diesen Kerzen? Ich kann es dir verraten, es werden Kastanien daraus. Da steht noch so ein großer Baum. Wir haben hier wunderschöne Kastanienbäume bei uns im Garten. Das ist auch so ein großer. Ja, jetzt gehen wir zum nächsten Baum. So, und da bin ich schon unter dem nächsten Baum. Der Baum blüht nicht mehr. Der schaut aber so hellgrün und dunkelgrün aus. Siehst du das? Da hat oben sind die Blätter dunkelgrün und unten sind sie hellgrün. Und da hängen so komische Bämmeln dran. Schau mal. Siehst du das? Ja, das ist eine Linde. Und aus den Blüten, da kann man guten Tee machen. Und Lindenbäume, das wirst du merken, wenn du drunter stehst, die spucken meistens. Da ist man ganz, ganz nass dann. Oder wenn ein Auto drunter steht, die sind ja meistens ganz pickert. Schauen wir zum nächsten Baum. So, und da sind wir schon beim nächsten Baum. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Ich zeige dir mal die Blätter von dem Baum. Und wenn es wahr ist, dann wird uns der im Herbst auch beschäftigen, weil das ist ein Nussbaum. Und unser Nussbaum bei uns im Garten, der hat auch immer ganz viele Früchte. Schau mal, der ist so ein bisschen glatt auf der Rinde, aber das sieht man leider schlecht. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen besser. Sie ist zwar etwas gerippt, aber sie ist eigentlich doch ein ziemlich glatter Stamm. So, da habe ich einen Ahornbaum für dich. Dieser Ahornbaum, der hat auch ganz, ganz typische Blätter. Da gibt es sogar ein Land auf der Welt, das solche Blätter, also ein Blatt in der Fahne hat, das ist Kanada. Und schau mal, was da oben hängt. Kannst du das sehen? Da hängen die Früchte von diesem Baum. Das ist ein Ahornbaum und diese Früchte, wenn die reif sind, kann man zwar nicht essen, aber man kann sich's auf die Nase stecken. Aber erst, wenn sie reif sind. Wenn sie nicht reif sind, dann sind sie so. Entschuldige, wenn sie reif sind, dann fallen die auf den Boden und die drehen sich so. Ja, das war der Ahornbaum. Schauen wir mal, ob du dir was gemerkt hast. Welche Bäume haben wir gehabt? Überleg mal. Es war eine Kastanie. Es war eine Linde. Was machen die Linden? Die spucken runter. Die Kastanien haben im Herbst Kastanien. Dann haben wir gehabt eine Nuss. Eine Walnuss ist das gewesen. Und wir hatten ein Bergahorn. Genau. Von der Linde, da gibt es nachher diese Propeller, die fallen so runter. Und vom Bergahorn oder vom Ahorn, da gibt es dann die Nasenzwicker. Die können wir uns im Herbst dann drauf zwicken. Gut, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Baba. Entschuldige, ich habe noch einen Baum vergessen. Ich dachte, den muss ich dir unbedingt zeigen, weil der steht auch bei uns im Garten, im Kindergarten. Was glaubst du, was das ist? Der hat einen weißen Stamm. Und manchmal, wenn man drunter steht, bei uns im Garten, dann stinkt der so. Das ist aber nicht der Baum, der stinkt, sondern die Blattläuse, die da drauf sitzen, die Wanzen. Das ist eine Birke. Weißer Stamm. Ganz klar. Gut, es war noch ein kleiner Nachtrag. Baba.